Die verlassene Stadt, Abwasserdockschwanz City, die Geisterstadt, ist ein wahrer Mythos. Touristen kommen von nah und fern, um die verlassenen Sexspielzeugfabriken zu besichtigen. TH Games. Wow, such games. Machen wir vielleicht das, bauen wir vielleicht unsere Großstadt hier hinten. Und dann können wir hier noch so ein Dörfchen bauen und dann hier das Ölindustriegebiet vielleicht. Vielleicht? Oder wir bauen hier noch ein Dorf. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ach komm, bauen wir hier noch ein Dorf. Machen wir das hier. Bauen wir ruhig ein größeres Dorf. Ich habe keinen Bock hier schon wieder mit den Straßen Probleme zu bekommen. Diesmal baue ich vorausschauend. Diesmal baue ich einen riesigen Kreisel direkt in die Mitte. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht bauen wir hier so zwei Kreisel. Direkt so. Schön. Sehr schön. Sicher, bauen wir es so. Sieht ein bisschen aus wie eine Eule. Fantastisch. Eulenstadt. Sehr schön. Bauen wir hier Eulenstadt. Sicher doch. Bauen wir hier so eine schöne Allee vielleicht. Bauen wir hier so den Körper. Dicken, runden, kugeligen Körper. So. Wundervoll. Das ist eine ziemlich fette Eule. Hat verdammt viele Mäuse gefressen und so weiter. Verdammt viele Hotdogs. Hat sie hier die ganzen Hotdogs geklaut in... Oh Gott. Abwasserdockschwanz-City sieht etwas verlassen aus. Warum? Was ist euer Problem? Zu wenig Arbeitskräfte. Ach, kein Problem. Arbeitskräfte bekommt ihr alle aus Oil City. Aus Owl City. Owl City. Ist das nicht ein Sänger? Owl City fällt mir gerade so ein. Vielleicht kann das hier eine Musik produzierende Stadt werden. Und so. Oder so. Dann haben wir hier vielleicht noch so den Schnabel. Erweiterten Schnabel. Das heißt, das sieht eigentlich schon aus wie der Schnabel. Lassen wir das so. Sicher, das ist der Schnabel und dann bauen wir hier noch so ein paar Füße hin. So. Fantastisch. Passt nicht. Es will nicht. Geht nicht. So. Sicher. Dann können wir es hier gleich an die Autobahn anbinden mit dem anderen Fuß. Der andere Fuß greift die Autobahn. So. So, und auch gleich wieder zurück. Irgendwie. Komm. Zurück. So. So, und dann von der anderen Seite auch noch. Auffahrt, Abfahrt. Wenn wir das hier irgendwie hinbekommen. Vielleicht bauen wir das einfach an den Flügel ran. Ich glaube, das passt besser. Wenn hier überhaupt irgendwas passt. Passt irgendwie alles nicht. Warum nicht? Wir müssen doch hier eigentlich nur so und dann rüber. Das will nicht. Warum passt das nicht? Nun gut, reißen wir alles wieder ab. Vielleicht bauen wir das einfach ein Stück weiter hinten hin. Ich glaube, das ist besser. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt rüberkommen. Scheint irgendwie nicht so ganz zu funktionieren. Fälle ist zu steil. Bauen wir das so. Da passt es doch, komm. Yes, also. Gut, das heißt, hier haben wir die Auffahrt. Bauen wir das hier an den Flügel ran. Das ist der Flügel hier. Wundervoll. Und dann... Das ist die Auffahrt. Habe ich das richtig rumgebaut? Auffahrt, Abfahrt. Doch, habe ich richtig gebaut. Okay. Auffahrt und dann... Abfahrt. Yep, das sieht absolut fantastisch aus. Ja, gut. Auffahrt, Abfahrt haben wir also auch. Wunderschön. Ich und meine Straßenbaukunst. Wirklich absolut wundervoll. So, jetzt brauchen wir hier noch irgendwie Straßen durch die Mitte.
Das wären die Federn. Bauen wir hier vielleicht einfach solche Schlaufen oder so. Irgendwie so. Komm schon. So. So, da so eine Feder und hier so eine Feder. Oder? Komm schon. Komm schon. Oh Gott. Das sieht nach was aus. Das sieht ja so aus, als hätte es Brüste oder sowas. Oder... Ich habe keine Ahnung. Das sieht äußerst interessant aus, auf jeden Fall. Sicher, bauen wir hier noch so ein Dings hin. Und dann einfach hier noch so ein Schlängel. Oh Gott, jetzt haben wir hier schon wieder so viele Kreuzungen. Das kann doch nicht gut gehen. Na gut, lassen wir das so. Lassen wir das so. Und dann bauen wir hier durch die Kreise wieder... so Einzelstraßen, wo wir dann wieder Feuerwachen und sonst was dran bauen können. Tschack. So. Sieht so glücklich aus. So sieht eine glückliche Eule aus. Vielleicht können wir hier noch so ein paar Augenbrauen ranbauen. So. Eine Monobraue. Wundervoll. Das ist die glücklichste Eule, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wieso sollte sie auch nicht glücklich sein? Sie lebt in dieser wunderschönen Nachbarschaft hier. Wie kann man da nicht glücklich sein? Und wenn man auch noch so aussieht, dann kann man nur glücklich sein. So, Feuerwache bauen wir hier, wie gesagt, einfach mal hier direkt in die Mitte. Das heißt, wir können jetzt auch diese großen Feuerwachen bauen. Aber brauchen wir hier eigentlich gar nicht, glaube ich fast, oder? Ach, bauen wir hier eine große Feuerwache hin. Können wir die wieder wegnehmen? Yes. Bauen wir eine große Feuerwache hin und große Polizeiwache haben wir kein Geld für. Eine kleine tut's auch. Dann selbstverständlich wieder so ein Arzthaus. Mülldeponie. Bauen wir an den Fuß hier vielleicht. Ist die Eule einfach mal reingetreten in den Mist? Nee. Ob wir es hier unten hin. Da unten die Mülldeponie. Mitten ins Wohngebiet. ist auch nicht gut. Nee, das ist doch nicht gut. Das können wir doch nicht machen. Ach, jetzt steht sie da schon. Jetzt haben wir schon Geld dafür ausgegeben. Egal. Jetzt steht sie da. Was brauchen wir noch? Schulen brauchen wir noch. Auf jeden Fall. Da haben wir jetzt kein Geld für. Unser guter alter Freund Mr. Kredit kann uns da helfen. Ach komm, reißen wir es nochmal ab. Das ist doch Mist. Da beschweren sie sich doch nicht nur drüber dann am Ende. Bauen wir hier so eine Straße vielleicht irgendwo ab. Vielleicht an die Augenbraue. Klatschen wir hier die Mülldeponie an die Augenbraue ran. Und dann Schule, Grundschule bauen wir. Neben die Mülldeponie, nein. Bauen wir aber einfach hier oben hin. Vielleicht reicht das? Hier? Nee, es reicht nicht wirklich. In den Schnabel, sicher, in den Schnabel. Und die Highschool bauen wir hier so. Absolut fantastisch. Dann vielleicht noch ein Park. Schönen großen Park, einen Eulenpark. Den Eulener Bürgerpark, nein. Nein, wir mögen hier Eulen. Eulenstadt ist bei weitem nicht so brutal wie Altstadt. Deswegen können die sich auch gegenseitig nicht ausstehen. Auf den Tod nicht ausstehen. Und bauen wir hier noch einen Park. Fantastisch. Schöne Parks. Und Strom und Wasser brauchen wir noch. Strom und Wasser. Wasser schließen wir einfach von hier oben an. Wenn wir dafür überhaupt noch genug Wasser haben. Sonst müssen wir eventuell noch ein paar mehr Pumpen bauen. Bauen wir das einfach hier so da so. Kreuz und quer. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Wasserversorgung gesichert. Dann bräuchten wir nur noch Strom. Und Strom können wir eigentlich direkt hier hinten anschließen von diesem wunderschönen Stromnetz hier. Und dann sollte sich das eigentlich ausbreiten hier. Sobald wir mehr Wohngebiet bauen zumindest.
Und Wohngebiet klatschen wir einfach überall hier hin. Überall. Einfach das ganze Gebiet hier wird alles Wohngebiet. Das heißt vielleicht ein bisschen Gewerbegebiet. Das sollten wir eigentlich doch machen. Vielleicht da oben in der Mitte. Vielleicht in der Mitte ein bisschen Gewerbegebiet und ansonsten hier unten alles Siedlungsgebiet. Schön neben der Autobahn. Fühlt man sich nie einsam mit den ganzen tollen Geräuschen. Besonders bei Nacht. Wenn man mal eine einsame Nacht hat, alleine schlafen muss, dann hat man die Autobahn, die einem Gesellschaft leistet, direkt nebenan. Wie schön. Wie schön. So, hier können auch noch überall Häuser hin, warum nicht? Hier auch, das ist alles noch Siedlungsgebiet. Und hier bauen wir dann überall Gewerbegebiet hin. Hier werden alle möglichen eulenbezogenen Dinge verkauft. Eulenschnäbel, leckere Eulenschnäbel, Eulenflügel, Eulenfilets. Fantastisch. Nur das Beste von der Eule. So. Eulenleder außerdem. Noch ein Grund, warum sich die Eulianer und die Aalstädter so viel hassen. Weil die hier ihr eigenes Leder verkaufen. Eulenleder. Und Eulenleder ist auch viel besser als Aalleder tatsächlich. Ist eine viel bessere Qualität, besonders wenn noch ein paar Federn mit drin stecken. So flauschig und schön und fühlt sich einfach gut an, wenn man es auf der Haut trägt. Owl City, sicher doch. Owl City. Wunderschönes Owl City. Fantastisch. So, unser Wohngebietsmangelproblem wäre damit gelöst. Abwasser Dockspan City ist komplett leer. Warum? Ihr habt einfach nicht genug Leute zum Arbeiten, oder was? Ungebildete Arbeiter braucht ihr. Ich denke, Eulenstadt wird euch damit helfen können. Denn die haben alle die Intelligenz von einer Eule. Von mindestens einer Eule. Was können wir hier noch? Jetzt haben wir hier noch so viel Platz. Vielleicht bauen wir da auch einfach noch ein bisschen Gewerbegebiet hier hin. Überall Gewerbegebiet. Direkt neben der Müllhalde. Fantastisch. So. Dann können wir das eigentlich auch noch alles verbinden hier. Vielleicht mit einer Straße. Vielleicht bauen wir hier irgendwie noch eine Hauptstraße lang. Die Abwasser-Dockspan City verbindet mit Owl City. Bauen wir das einfach hier lang mal. So. Über die Schienen. Und schließen wir es einfach. Schließen wir es vielleicht am besten an den Kreisel an. Ich glaube, das wäre die bessere Option. So. Gut, das heißt, da haben wir jetzt auch eine Linie hin. Und Aalstadt könnten wir eigentlich auch noch direkt verbinden, oder? Ach komm, lass mal das. Die können über die Autobahn dahin finden. Passt schon. Ein Gebäude ist abgebaut. Warum? Wir haben doch direkt hier die Feuerwehr hingesetzt. Was soll das? Was ist hier los? Strengt euch mehr an, Feuerwehrleute. Unmöglich. So. In Ordnung. Gut. Wie sieht's mit dem Stau aus? Das hat sich tatsächlich gelöst. Fantastisch. Deswegen scheint auch unser Müllproblem jetzt gelöst zu sein. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Aber aus irgendeinem Grund haben wir noch Probleme mit Feuern hier. Mit zu viel Feuer. Bin mir nicht sicher, warum. Hier steht die Feuerwehrwache und 2 Meter entfernt davon brennt einfach mal das Haus ab. Das ist ungünstig. Haben wir hier eine Feuerwehr? Doch, tatsächlich. Warum brennt hier alles ab? Unmöglich. Ihr Menschen seid unmöglich. So. Das haben wir alles, das haben wir alles. Brauchen wir noch irgendwas? Wir brauchen sonst nichts. Die Staus haben wir alle aufgelöst. Wie weit sind wir noch entfernt? 1000 Menschen bräuchten wir noch. 1000 weitere glückliche Menschen. In Owl City sollten wir eigentlich so viele zusammenbekommen, denke ich. Owl City ist ein schönes Städtchen, da werden wir bestimmt recht bald jede Menge Menschen zusammenbekommen können hier. Oh Gott.
Die verlassene Stadt. Abwasser-Dockschwanz-City. Die Geisterstadt. Ist ein wahrer Mythos. Touristen kommen von nah und fern, um die verlassenen Sexspielzeugfabriken zu besichtigen. In der Hoffnung, noch einige verlassene Produkte zu finden. Vielleicht noch ein paar leckere alte Hotdogs liegen hier noch in den verlassenen Warenhäusern rum. Wurde einfach da liegen gelassen. Haufenweise Hotdogs. Frische, leckere, wiedergekaute Hotdogs. Einfach verlassen. Tragisch. Ich weiß gar nicht warum. Was ist euer Problem hier? Habt ihr tatsächlich einfach zu wenige Arbeiter? 1 von 6. Ich glaube, das Problem hier sind tatsächlich Arbeiter. Sollten wir eigentlich lösen können mit Owl City. Dann gehen die einfach da hinten alle arbeiten. Okay, dann haben wir einiges geschafft. Wir haben Owl City gebaut, selbstverständlich. Abwasser-Dockschwanz City haben wir ausgebaut. Und es wurde komplett verlassen. Warum auch immer. Aber vielleicht können wir dem Abhilfe schaffen hier, wie gesagt, mit Owl City. Das sollte sich eigentlich von selbst lösen, das Problem, denke ich. Das Feuerproblem, keine Ahnung, wie wir das lösen. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt, weil wir eigentlich überall Feuerwachen haben. Und unser Stauproblem haben wir außerdem gelöst, das durch unsere Buslinie verursacht wurde. Und jetzt scheint hier eigentlich alles recht rund zu laufen. Es staut sich noch ein bisschen scheinbar. Aber nicht so, dass der ganze Verkehr länger stehen bleiben würde. Hier staut sich noch ein bisschen. Da müssen wir eventuell beim nächsten Mal nochmal gucken, ob wir das noch irgendwie lösen können. Klostadt wird auch verlassen. Ach du Kacke. Die Kloindustrie stirbt aus. Das ist auch nicht gut. Okay, da werden wir beim nächsten Mal gucken müssen, ob wir das Problem irgendwie in den Griff bekommen können. Wie wir irgendwie verhindern können, dass unsere ganze Stadt einfach ausstirbt und verlassen wird. Hier ist mittlerweile gar keine Industrie mehr, wie es ausschaut. Oh Gott, nur gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch vielleicht ein Like da, vielleicht ein Kommentar. Und dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, ciao! Autosong. Es ist der Autosong. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Ah, es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Hier kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.